Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ja, beim letzten Mal haben wir ja unsere Wände hier mal ein bisschen aufgezogen, haben auch schon hier eine Tür eingebaut, durch die wir ja auch Gott sei Dank durchkommen. Also jetzt kein Stein, der sich da wieder vorbackt, wie es bei manch anderen Hütten passiert ist. Und ja, ich war zuletzt auch relativ fleißig, und zwar habe ich noch ein bisschen Holz gehackt. Mit dem schönen Teil hier kann man ja die gut transportieren. Also wir haben ja auf jeden Fall wieder ein bisschen was Holz. Hatte auch noch ein bisschen Besuch von unseren Ureinwohnern, die mich da so ein bisschen, ja, ärgern wollten. Was ich auch sehr schön finde, wie ihr jetzt hier zum Beispiel gesehen habt, das Inventar, also beziehungsweise dieser Guide, öffnet ein bisschen anders. Also er packt wirklich ein Buch aus. Auch im Inventar hat sich seit dem letzten Mal ein bisschen noch was geändert. Und zwar haben jetzt mittlerweile die Waffen hier Speed und Damage anzeigen. Beim Bogen ist es leider nicht so. Aber bei der Axt auf jeden Fall. Bei den anderen, denke ich mal, wird es dann genauso sein. So, wir gehen jetzt aber mal in unser tolles Büchlein. Und werden jetzt hier noch ein paar Defense Walls bauen. Da wir ja da beim letzten Mal aufgehört hatten. Ja, das ist manchmal ein bisschen tricky. Zack. Ja, die steckt wieder da dran. Ich weiß auch nicht, ob das immer so richtig ist mit der Anzeige hier. Jetzt setzt er sie nämlich wieder daneben. Also das ist manchmal ein bisschen eigenartig. Ah, jetzt haben wir es aber. So, die setzen wir. Wie weit setzen wir die? Wir setzen sie jetzt erstmal bis hier. Da brauchen wir auf jeden Fall mal 20 Loks. Dann haben wir auch hier den Baum noch hinter der Wand. Das heißt, dann können da auch die Ureinwohner nicht hochklettern. So, ich hoffe, dass ich mit dem Holz auskomme, was ich jetzt hier gehackt habe. Sonst müssen wir nochmal losgehen und Neues uns beschaffen. Aber es sieht momentan ganz gut aus. Also ich denke, für das Mäuerchen sollte das auf jeden Fall reichen hier. Und ja, da können wir bald endlich mal so richtig loslegen und ja, mal die Gegend mehr erkunden. Ureinwohnerlager habe ich hier mal eins gesehen, wie gesagt. Nur irgendwie finde ich das nicht mehr. Beziehungsweise ich habe es dann in einem anderen Spielstand nochmal gesucht, weil ich jetzt auch genau weiß, wo wir hier sind. Nur irgendwie konnte ich es nicht finden. Ich weiß auch nicht warum. So, nach vorne hin haben wir eine Tür, beziehungsweise nach hinten hin haben wir eine Tür. Ich werde hier vorne auch irgendwo noch eine Tür reinsetzen. Vielleicht sogar am Baum direkt. Wir können das jetzt aber ein bisschen spitzer zulaufen lassen. Gehen wir nochmal gerade in unseren Guide rein. Dann setzen wir hier auch nochmal gerade eine Wand. Zack. Ah, steckt jetzt zwar in dem mit drin, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. So, dann setzen wir die genau, die setzen wir jetzt bis hier, zack. Dann setzen wir hier eine Hauswand hin und dann setzen wir den Rest hier direkt unter den Flügel und dann haben wir das Ding hier nämlich zugeklatscht. Aber jetzt könnte es sein, dass ich jetzt nicht genug Holz mehr habe. Aber ich werde es einfach mal bis zum Ende ausprobieren. Ah, könnte sehr knapp werden. Ah, doch, müsste eigentlich noch reichen. So, letztes Mäuerchen hier. Warum wir bei manchen 5 und bei manchen 6 brauchen, weiß ich allerdings auch nicht so richtig. Okay, jetzt haben wir nur noch 3 Stück. Damit kommen wir jetzt nicht mehr wirklich weit. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal, ja, eine große Wand gezogen, die quasi hier einmal rumführt. Dann, ach, das Ding ist ja auch noch hier. Das muss ich dann auf jeden Fall mit nach draußen nehmen. Oder ich müsste vielleicht so ein Ding kaputt schlagen. Ich glaube, ich schlage das eine Ding hier kaputt erstmal. Dann setzen wir die Mauer nämlich hier so quasi rein. Dann habe ich zwar den einen Lockholder draußen rumliegen, das finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt tragisch. Denn wenn wir das Ding hier abladen, können wir die ja ruhig draußen auch ein bisschen entladen. Dann legen wir das Ding nämlich hier so quasi unter den Flügel.
Okay, unter den Flügel sollten wir es vielleicht nicht legen. Dann springt es anscheinend ein bisschen. Stellen wir es hier hin und dann bleibt es auch stehen. Mal gerade gucken. Nochmal ins Büchelein. So. Wo ist jetzt die Mauer? Da ist die Mauer. Zack. Dass wir es vielleicht so machen. Ah, okay. Zack. Und dann nehmen wir uns nochmal den Guide, setzen dann hier die Tür rein. Ich kann ja ruhig in der Defense Wall mit drin stecken. Und dann setzen wir nochmal hier eine Mauer. Ja, das war... Okay, ich dachte gerade, ich hätte einen Ureinwohner gehört. Setzen wir die so. Ah, ne, klappt leider nicht. Dann muss ich da doch eine andere Mauer setzen, aber da können wir auch, glaube ich, ruhig so eine setzen. Ah, passt mit der leider auch nicht. Ach, ich will das nicht wegpacken. So, irgendwo waren hier doch auch normale Wände. Wo waren wir die denn? Defense Wall. Ansonsten mache ich... Ach komm, ich mache das ein bisschen anders. Setzen wir hier einfach ein Fenster dran. Mal gerade ins Flugzeug gehen und gucken, ob das hier reinragt. Ja, okay, das kleine Stückchen, das ist jetzt nicht so schlimm. Also wir kommen immer noch ans Essen dran. So, nehmen wir uns mal wieder die Hatchet. Und gehen vielleicht, obwohl wir sollten uns vielleicht erstmal nochmal ein bisschen Stamina regenerieren. Dafür stellen wir uns jetzt, setzen wir uns einfach mal hier drauf. Und dann sehen wir auch, wie der Balken rechts wieder sich schön auffüllt. Und dann haben wir nämlich auf jeden Fall genug Energie, um ja, Holz zu hacken. Ich glaube, ich werde aber vorsichtshalber nochmal eine Stone Hatchet bauen. Boah, der Wind ist aber ganz schön krass, ey. Ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt auch gerade so laut ist. Oder ob einfach nur gerade mein Headset, oh, verdammt laut ist. Aber das war schon gerade... Ja, genau, so wollte ich das haben. Zack. Die macht, glaube ich, mehr Schaden. Oder? Nee, ist gleich, okay. Dann haben wir nämlich für den Fall der Fälle, dass wir mit den Kannibalen kämpfen, die noch dabei. So. Weil die könnte man dann auch aufrüsten mit Cloth und die dann anzünden. Das wäre nicht unbedingt das Problem. So, hier vorne hatte ich angefangen, schon mal ein bisschen Holz wieder zu hacken. Das ist ein bisschen halt ein paar Meter weg von der Base und da können die ruhig von mir aus gucken gehen. Und dort hinten, wer vielleicht meine Freundin, wie du es gesehen hat, sieht diesen, ja, großen Baum. Dort hatte ich ja einmal eine Hütte gebaut. Da werden wir vielleicht auch mal vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob ich dort auch wieder eine Hütte bauen werde. Das, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Ich überlege es mir noch. Aber wir haben ja jetzt hier am Flugzeug eine schöne Hütte gebaut. Ich werde hier, wie gesagt, dann noch über das... über diese Plattformen, die an den Bäumen sind, beziehungsweise in den Bäumen sind, noch ein paar mehr Plattformen bauen und werde die dann auch mit Brücken halt verbinden, damit wir hier so quasi ein ja, System haben, über das wir im Notfall schnell abhauen können. Und auch von wo aus wir auch die Kannibalen besser bekämpfen können. Denn alleine ist das natürlich immer so eine Sache, man hat halt keinen, der einem quasi den Rücken frei hält. Also es könnte jetzt quasi von hinten ein Kannibaler kommen und mich anspringen und ich würde es vielleicht gar nicht mitbekommen. Das ist natürlich manchmal ein bisschen kacke, besonders wenn es dunkel ist, dann ja, ist es nicht so einfach, gegen die Kannibalen zu kämpfen. Das habt ihr ja bei mir auch gesehen,
Mit Pfeil und Bogen, das hat auch zuletzt nicht so richtig hingehauen. Und von daher ist es dann auch ratsam. Ah, scheiße, jetzt kann ich den natürlich nicht mehr mitnehmen. Aber hier liegt auch noch einer. Dann schleppen wir die zwei jetzt mal so erst zur Base. Wir könnten die eigentlich auch direkt einbauen. Obwohl, ne, komm. Wir stapeln die erstmal. Dann können wir das alles in Ruhe bauen. Müssen wir erstmal so den Wagen uns wieder beschaffen hier. Ich habe mir halt gedacht, ich mache hier so eine Art kleine Schneise rein, um halt zum einen das Meer schneller zu sehen. Und ich werde auch in andere Richtungen so Art kleine Schneisen bauen, um halt ja quasi weit vorauszuschauen. Natürlich ist es hier bei The Forest ja sowieso auch gut, dass man quasi in der Welt so ein Symbol hat, wo denn das Haus steht, beziehungsweise wo man seine Shelter stehen hat. Das haben andere Spiele nicht so gut umgesetzt. Von daher unbedingt nötig wäre es jetzt nicht unbedingt, aber man kann halt von dort aus dann auch, wenn man dann zurückläuft, besser sehen, ob man jetzt Besuch hat von den Ureinwohnern. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. So, dann machen wir hier mal die Mauer, glaube ich, gerade erstmal zu Ende. Zack, zack, zack. Da ist die Wand schon mal fertig. Zack, zack. Da ist auch noch einer. Zack, zack. So, hier brauchen wir jetzt fünf. Da habe ich allerdings nur noch vier. Okay. So, dann holen wir uns noch was zu essen. Ich hoffe, da ist noch was. Ja, da ist noch was. Sehr gut. Setzen wir uns nochmal gerade hier auf die Bank. Und zack, sind wir auch schon wieder mit Stamina aufgefüllt. Das geht eigentlich rucki-zucki. Ich glaube, das reicht sogar, wenn wir einen Baum jetzt fällen. Dann dürften wir eigentlich genug Holz zusammen haben, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Da können wir auch, ach, wir können auch eigentlich ruhig einen, der hier vorne ist, fällen. Da brauchen wir nicht unbedingt mit dem Ding jetzt hier durch die Gegend laufen. Zack, das stelle ich jetzt erstmal hier hin. Ja, nehmen wir uns den hier vor. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir haben ja sowieso schon so viele in der Nähe umgehauen. Und so blöd können die Kannibalen ja eigentlich auch nicht sein, dass sie nicht sehen, dass wir hier sind. Ja, da wir ja doch ziemlich viele Wände gesetzt haben und auch Erhöhungen und auch das Flugzeug steht hier. Also, wenn die uns jetzt hier nicht sehen, dann weiß ich es auch nicht. Dann kann es auch nicht sein, dass sie nur wegen so einem Kackbaum uns dann auf einmal aufspüren. Das wäre schon ein bisschen eigenartig, sagen wir es mal so. So, ach, jetzt steht mir das Ding hier im Weg. Zack, wo ist denn der? Ach, da ist er. Zack, das dürfte eigentlich reichen. Das dürfte eigentlich, glaube ich, reichen. So. Zack, zack. Zack. Ah, reicht doch nicht. Wir brauchen noch drei Baumstämme. Scheiße. Ja, die Tür, die funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ach komm, dann hackt man noch ein. Ist nicht so tragisch. Oh, Besuch. Wir haben Besuch. Schnell hier hoch. Und dann nehmen wir uns mal Pfeil und Bogen. Habe ich den jetzt gerade überhaupt getroffen? Irgendwie hat er den Bogen aber auch komisch in der Hand bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Wo sind sie denn jetzt? Haben die sich jetzt gerade verpisst? Ich werde die mal gerade ausrüsten. Ich glaube, die haben sich gerade echt verpisst. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet.
Zack, zünden wir die mal gerade an. Das können wir wieder ausmachen. Hallo meine Ureinwohnerfreunde, wo seid ihr? Ach, die verpissen sich. Okay. Das ist gut. Ja, okay, jetzt habe ich das natürlich umsonst eben angezündet, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. So. Hauen wir den hier noch um. Ab und zu mal sollte man sich aber trotzdem mal umschauen, nicht, dass sie dann doch auf einmal auftauchen wieder. Und dann haben wir sie dann doch am Arsch kleben. So, aber wenn wir den Baum hier gefällt haben, dann haben wir definitiv erstmal genug Holz wieder, um dann die restlichen Sachen zu Ende zu bauen. Zack, du bleibst gefälligst hier. Sah gerade ein wenig schief aus, das Ding. Okay, da liegen dann auch noch ein paar Baumstämme. Diesmal sind es sogar drei. Ja. Wollen wir den mal... so. Da dürfte eigentlich stehen bleiben. Ja. So. Zack, zack. Und den letzten noch schnell. Und dann können wir auch endlich mal die Mauer zu Ende bauen. Jetzt bin ich natürlich auch schon außer Puste. So, und zack. Jetzt ist unsere Behausung quasi sicher. Das Fenster sieht jetzt zwar ein bisschen blöd aus, aber wir können im Notfall ja wirklich ein bisschen durchgucken. Aber wichtig war das jetzt nicht. Ich konnte halt nur nicht so eine Mauer irgendwie ziehen. Und an das Essen kommen wir ja auch noch dran. Also das ist kein Problem. Ja, und jetzt haben wir dadurch eine sichere Hütte. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!